So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir mal wieder Lost versucht, warum auch immer ich das getan habe. Wollte es scheinbar. Heute würde ich sagen, gehen wir mit Kane einmal Richtung, hier, weißt du schon, ne? Richtung Kollege. Kollege Dings hier, na, sag schnell. Beast. Was? Okay. Ach nee, kommt den Treffer jetzt gleich. Da will ich doch nicht. Da hab ich schon keine. Okay. So, die kann Gegner charmen, das ist ganz cool. Nichts, was man rerollen müsste. Kann ich ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht, bin ja doof. Ich bin ja doof. Ich bin ja vollkommen doof. Viele Schlüssel sind schon mal gut. Hille. Gut. Ich hasse diese Räume. Die so sind. Der. Hilfe. So, mach dich weg. Okay. Okay. Einen Raum haben wir noch, da würde ich noch reingehen wollen, gucken und so, ne? Achso, wir haben ja noch den Shop, also den ganzen Shop haben wir ja noch, habe ich ganz vergessen. Da müssen wir ja auch Mist. Da müssen wir ja auch nachgucken. Der Treffer gerade war nicht so schön, aber es geht ja eh noch nicht um Satan-Team. Jetzt wieder gedanklich dran denken, dass wir wieder blaue Herzen benötigen. Das war bei Lost, konnte man die ignorieren. Aber jetzt sieht die Sache wieder anders aus. Yo, er hat seinen Kollegen einfach erledigt. Danke, Sissy Longlegs. Oder wie du heißt. Ich glaube, du heißt so. So, na passt doch. Dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Jetzt nicht getroffen werden. Was wäre es jetzt, wenn der erste Gegner gleich mich treffen würde, ne? Ich hasse die Dinger. Wieso sind eigentlich so viele Champion hier? Habe ich versehentlich hart ausgewählt? Ich habe hart ausgewählt, ja. Ich habe hart ausgewählt. Ja, okay, das erklärt einiges. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ah, jetzt wieder keine Lust, dass ich hart aus... Ach, komm. Wir gucken noch in den Itemraum und dann gehen wir. Ah, das ist doch schon wieder dämlich, wie hoch 10 einfach. Ah nein, das wollte ich noch nicht einsammeln. Aber das ist doch schon wieder dumm hoch 50.000, dass ich jetzt hart ausgewählt habe. Ah.
Jetzt darf ich nicht getroffen werden, sonst ist das HP ab weg. Ich wollte es aber noch gar nicht einsammeln. Nur Müll spiele ich wieder zusammen. Nur Müll. Mano. Und nicht so ein riesiger Raum. Nee, jetzt ist es weg. Och, komm, ey. Mano. Schiebung. Wenn ich jetzt nicht mal den Satan-Deal bekomme, dann resette ich wirklich. Schön bei den Töpfen bleiben, dass die schön in die Luft fliegen. So ist gut. Ich hätte jetzt gedacht, es ist ein Raum, wo Pin noch angeflogen kommt, aber scheinbar nicht. Okay, ein Geisterjagd steht uns bevor. Dann jagen wir mal Geister. Cool. Jetzt hat es mir den Satan-Deal auf 1% gesetzt. Nice! Läuft ja super. Aber vielleicht sterbe ich auch noch vorher. Gut, da komme ich jetzt auch richtig gut ran an das Herz, ne? Komm, wir machen noch den anderen Raum da oben. Eigentlich wollte ich schon längst resetten. Warum resette ich nicht? Bitte fragt mich nicht. Wären wir mal als erstes hier hoch, dann hätte ich blaue Herzen gehabt. Dann wäre ich nicht getroffen worden. Tja. Dumm gelaufen. Schade. Aber wirklich sehr dumm gelaufen, muss man mal dazu sagen. Naja, es ist, wie es ist. Was kommt jetzt? Direkter Itemraum. Das ist doch schon mal was. Scheiß Wolke, die ist so nutzlos. Naja, nutzlos ist sie nicht. Nein, ich habe nichts gesagt. Nur soll. Nein, sie ist wirklich nicht nutzlos. Wie viel hältst du denn aus? Jetzt geh halt kaputt, Mensch. Danke. Holy shit. Okay.
Hallo? Spiel so, ich lag jetzt einfach mal wieder. Alter, ich habe mich extra da hochbegeben, dass ich nicht getroffen werde. Und was passiert? Ich werde getroffen. Musst du behalten. Meinen Paperclip behalten. Insofern war das jetzt komplett nutzlos, hier reinzugehen, und ich verliere nur Herzen. Nice. Wieso habe ich jetzt eigentlich meinen Kopf verloren? Was war das jetzt für ein merkwürdiger Effekt? Ey, ich habe keine Lust mehr auf die Runde. Alter! Wo bin ich denn jetzt wieder? Ach, da oben. Was ist denn das, dass, wenn ich getroffen werde, plötzlich so ein... mein Körper so einen Abflug macht? Mein Kopf macht eher einen Abflug. Woher kommt denn der Effekt wieder? Und wieso setze ich direkt vom Boss mein Dings ein? Ups, naja. Ist ja nur eine einmalige Use. Habe ich noch genug Räume zum Aufladen? Ja, habe ich. Und wir müssen auch den Shop besuchen. Wir müssten auch einmal den Shop besuchen, den wir noch gar nicht gefunden haben. Da ist er. Gut, danach ist der Shop aufgeladen. Dann können wir zum Boss gehen. Na, scheiß drauf. Kompass. Nehmen wir mal mit. Ah, ein Raum ist noch. Da müssen wir noch rein. Da ist wahrscheinlich das Beste. Der beste Raum der Runde ist das jetzt wahrscheinlich. Ja, ganz toll. Der Raum. Hat sich richtig gelohnt, hier nochmal reinzugehen. So richtig froh, dass ich die Räume hier besucht habe jetzt. Aber es hätte halt was sein können, ihr wisst es ja. Dort bin ich salty. Was ist denn das? Ich hätte nicht auf hart starten sollen. Holy shit. Na, immer noch mal Kohle mitgenommen. Abflug. Liegen irgendwo noch Herzen rum? Nein, schade. Weil das halbe Herz, was hier jetzt kommt, ist leider in der Luft. Also nicht in der Luft, aber ich müsste fliegen können, um hinzukommen. Entschuldigung. Nice. Perfekt. Da hat sich doch der Satan die schon wieder erledigt. Alter, dass ich mich hier treffen lasse, ist so peinlich. Das ist so ein einfacher Boss. Eigentlich. Ja, dass ich mich da treffen lasse, ist echt... echt doof. Was soll's. Weiter im Programm.
Da drüben ist der Itemraum. Range ist kacke, cool. Ich kotz ins Essen, es gibt's doch nicht. Ich bin aber auch gerade so dermaßen schlecht, dass ich mich von allem treffe. Aber das ist die Saltiness. Alles hängt alles miteinander zusammen, das ist das Problem. Es hängt alles miteinander zusammen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so cool war. Aber was soll's. Grad ist eh alles wurscht. Oh, gib mir das Trinket. Kein Kackehaufen Trinket für mich. Schade. Kann man nichts machen, ne? Wo muss ich ja nicht lang? Da hoch. Da drüben ist der Shop. Da drüben ist noch eine Arcade. Was fehlt uns denn noch mit ihm hier in Hard? Ah, die normalen Sachen haben wir alles schon. Das ist kacke. Das ist kacke. Also müsste ich wirklich die Beast-Route gehen. Weil die Mother-Route kann ich jetzt schon nicht mehr gehen. Aha. Niemand. Weil die Viecher groß sind, muss ich mich doch nicht von allem treffen lassen. So, aber bevor ich hier Geld in der Arcade ausgebe und dann nur noch 14 Münzen habe, gehen wir erst in den Shop. 3 Millionen Euro. Okay. Okay, wir kommen dem Achievement eine Runde näher, dass wir diese Regenbogenkacke kaputt machen. Das ist doch schon mal was. Dann haben wir doch schon mal Success in diesem Part. War Regenbogenhaufen, ein weiterer kaputt. Juhu. Ich könnte so, bei solchen Aktionen könnte ich so ausflippen, wenn ich sowas mache, ne? Mann. Ich komme jetzt daran, ohne zu viel Bomben zu opfern eigentlich. Ach, kann ich die auch so eigentlich kaputt machen? Kann ich. Hätte vielleicht warten sollen, bis es wirklich sinnvoll gewesen wäre, aber zu spät. Too late. Too late to be sorry. So, da ist der Shop. Da gibt es vorher nochmal auf die Mütze für euch. Nicht mal alle mitgenommen, das ist ärgerlich. The Hermit, ja, da sind wir, genau da sind wir. Na gut, dann kann ich auch einfach ohne den Schlüssel zu opfern da rein mich porten. Hui! The Hermit. So macht man's.
Das 1 plus 1 nehme ich mit. Und sollten wir noch mehr Münzen zusammenbekommen, dann gibt es auch noch Dings für mich. Weißt du schon. Ach, geh heim! Hier, ein blaues Herz, wollte ich sagen. Oh, okay, 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 okay. Wie komme ich da hin? Wenn ich das so mache, müsste es funktionieren, ne? Yes. Yes, Sir. This is how it works. Und hier sitzt der Geheimraum, bitteschön. Dankeschön. Useless. Lass das. So, kriegen wir jetzt endlich mal den Satanraum, wollte ich sagen. Sieht gut aus, Satanraum. Ja, okay. Zumindest wurden wir nicht mehr getroffen, aber die Dings hat es einfach nicht ausgelöst. Kann man nichts machen. Halt, das wollen wir nicht haben, das lassen wir liegen. Chariot ist am Ende nützlicher als Hankman, vielleicht, eventuell. So, für den Notfall würde ich Chariot fast eher tatsächlich mit. Ja. Okay. Ach. Eine Bombe würde ich hier probieren, weil die könnte beide Feuer mitnehmen. Bin heute zu blöd für alles. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Kommen wir irgendwie da durch? Alter. Die haben aber auch kein Muster gehabt, ne? Die sind einfach so... Ich bewege mich jetzt. Alter, wie viele. Schön, dass wir drüber geredet haben. Itemraum. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich da reinrenne. Das war sehr dumm. Wow. Euer Ernst? Nö, Mann, ey. Es ist doch alles Kacke. Vor allem der Raum ist einfach useless. Also diese Viecher. Gott sei Dank ist er kaputt. Hä? Okay, ist einfach eine Donation-Maschine. Na gut. Ich muss mich erstmal orientieren, so schnell ging das. Der Raum ist schon wieder nutzlos. Okay.
die Münze lasse ich liegen. An die traue ich mich nicht ran. Ich gucke nur ganz kurz noch die Steine ab, aber ich sehe nichts Spannendes. Mein Gott! Jo, sind wir bisher komplett... Also boss-technisch komplett falsch gelaufen? Das ist... Ach, komm, ich... Welches Item ist denn das, was mich immer so klein macht, dass ich nichts mehr sehe und trotzdem noch getroffen werde? Wenn ich wenigstens dann auch wirklich nicht mehr getroffen werden würde, wäre es ja schön. Aber so sehe ich dann auch mich nicht selbst nicht mehr. Hatten wir einen Shop schon? Wir bräuchten langsam mal einen Shop, ne? Mit der ganzen Kohle, die ich durch meine Treffer hier kassiere. Junge! Oh, ich mach die Viecher jetzt erstmal so weg. Komm. Tower. Okay, in der Hoffnung, dass hier irgendein cooler Dings dabei ist. Schade. Kein Crawl Space. Halt nicht, ne? Der Run ist so furchtbar. Ich spiele einfach so einen Müll zusammen. Ich wollte ihn von Anfang an resetten, ne? Ich hätte ihn resetten sollen. Genau das hätte ich tun sollen. Schon als ich gemerkt habe, dass ich versehentlich den auf hart gestartet habe, was ich ja gar nicht wollte. Und als ich das gemerkt habe, hätte ich es lassen sollen. Schon da wäre das sehr schlau gewesen. Gehst du jetzt auch irgendwann mal kaputt? Was zur Hölle? Wie viel hältst du aus? Holy shit. Nicht normal. Was ist eigentlich in diesem One mit den ganzen Sackgassen? Wo war der? Ich hab den nicht gesehen. Wo war der? Was hat mich getroffen? Der Run war so furchtbar. Belassen wir es dabei. Ich glaube, heute ist kein guter Tag zum Aufnehmen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.